So, weiter geht's mit Iadogenesis, mit unserem Magier in der zweiten Runde. Das wird Folge 11. Ich werde jetzt einfach mal diesen Dwarven-Clan angreifen, so wie wir es letzte Folge angefangen hatten. Also, weiter geht's mit der Runde. Bin mal gespannt, ob wir das schaffen. Oh, unser zweiter Held hier, der Kundschafter, der hat eine Höhle gefunden, in der ein beängstigender Wolf Mann zu Hause sein soll. Würde sagen, unser Scout, der kann eigentlich nichts machen ohne Soldaten und ohne Erfahrung, deswegen verziehen wir uns mal aus der Höhle. Ah, hier. Nur Zwerge und so eine Springgold. Was ist das denn? Und so eine Fernkampfwaffe. Ah, dieses Ding. Eine alte Kriegsmaschine. 7 Reichweite, das ist natürlich eine Menge für 11 Schaden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ui, kommt er hier überall hin. Ich würde sagen, dann bringen wir mal den Heiler aus der Schussbahn. Das ist vielleicht nicht so günstig, wenn der was davon abkriegt mit seinen 10 Hitpoints. Ui, 8 Schaden. Ja, was kann man denn da mal machen? Break Ammo? Aber das kann er ja einfach wieder nachladen, ne? Ich glaube, er hat Collect Ammo ja hier. Aber trotzdem, dann schießt er schon mal 4-mal weniger erstmal. Das ist vielleicht doch eine ganz gute Sache, würde ich sagen. Oh, hat er schon versäppelt, das Collect Ammo? Das klappt nämlich nicht immer. Trotzdem würde ich mal sagen, irgendwas müssen wir gegen den machen. Ich glaube, Fatigue geht nicht, nee. Funktioniert nicht gegen Maschinen. Ja, has no effect on tireless creatures. Ja, das ist ja so ein Ding. Dann würde ich mal anfangen, geben wir denen einfach mal Fatigue. Die sind nämlich auch nicht so schlecht, wenn die alle ankommen. Er hat jetzt wieder einen Armor zurückbekommen. Die Zwerge warten einfach. Das gefällt mir aber nicht. Die sollen gefälligst hier zurückkommen, damit ich meine Einheiten auch heilen kann. Ich kann ja nicht in die Schussbahn von dem Vieh gehen mit meinem Heiler. So, den haben wir eigentlich schon fast neutralisiert jetzt. So. Ich würde sagen, den anderen gebe ich mal Vulnerability, bevor ich irgendwas zauber. Immer noch ein Resistance. Gut, ich hatte nämlich Sorge, dass die alle den hier angreifen. Durch den Parry-Skill ist das ja nicht so gut, wenn die mehr als einen Angriff kriegen. Er hat jetzt Vulnerability, ne? Das wirkt schon besser. Schon eine ganze Ecke mehr. Ah, jetzt hat er kein Ammo mehr. Das ist natürlich blöd. Kein Weg, ihm das nachzuladen. Ne? Jetzt müssen wir wirklich aufpassen. Schon mal einer weniger. Und die können jeweils nur einen angreifen. Das ist schon mal. Oh. Ja, das ist natürlich jetzt dumm gelaufen. Den hatte ich ganz vergessen. Das ist jetzt wirklich ein bisschen blöd gewesen von mir. Ja, uns fehlt jetzt wirklich die Heilung, ne? Vor allem er hier kann ja immer weiterschießen. Ja, ich ziehe den jetzt schon mal in die Richtung, ne? Unsere einzige Chance ist, da anzukommen. So, jetzt muss er hier nur noch ankommen. Ich gebe ihm mal eine Runde mehr Stamina, das haben wir ja noch. Ah, ich habe ja auch den Heilspruch, den hätte ich ja auch benutzen können, um den einen zu retten. Aber ich hatte sowieso vergessen, dass der noch schießen kann. Das ist natürlich bitter, jetzt haben wir schon wieder einen unserer Swordsmen verloren, die wollte ich ja eigentlich überhaupt gar nicht verlieren, ne? Na, das ist aber eine zähe Angelegenheit. 5 Runden noch, ja. Ich hoffe, er schafft das in 5 Runden. Er geht jetzt nach vorne, weil er auf das Feld nebenan nicht schießen kann.
muss mal ein bisschen zurückgehen. Gut. Tja, ein Level 4 Schwertheini haben wir verloren. Wenigstens hatte der keine Medaille. Also. Trotzdem bitter. Sollte man unter allen Umständen vermeiden. Dash, das gibt Stamina zurück, ist gar nicht schlecht. Ach nee, das, da kann man nochmal drankommen gegen Moralpunkte. Das ist eigentlich ziemlich gut. Lightning? Naja, 9 Damage. Brauchen wir eigentlich nicht. Tja, müssen wir erstmal zurück jetzt, ne? Einen neuen Soldaten holen oder 2. Was können wir denn mal bauen? Bessere Magiergilden wären nicht schlecht, aber uns fehlen die Gems. Also wir brauchen unbedingt mehr Gems. Mehr Einkommen für Gems. Das ist natürlich denkbar ungünstig, diese Karte für uns. Hier gibt es einen ganzen pro Runde. Einen einzigen. Dann müssen wir vielleicht auch mal gucken, dass wir so ein Gebäude kriegen, was man bauen kann, um Gems zu bauen. Wo war denn das nochmal? Es gab so eine Gem-Mine. Da konnte man so eine Mine bauen in Hügel und Ebenen. Und da gab es dann 3 Gems pro Runde. Aber ich weiß nicht mehr so ganz, wo das war. Hier, Crystal Mine. Geologist's Guild. Tja, da braucht man eine normale Mine für dieses Ding hier, Builders Guild. Oh, das braucht das Fort. Da müssen wir aber eine ganze Menge ausbauen, dann fange ich mal an damit. Also ich denke, das ist wirklich nötig, wenn hier nicht irgendwie Sümpfe dahinter sind, aber da kann man sich nicht drauf verlassen. Außerdem, wer weiß, wann wir da hinkommen. Muss auch mal darauf achten, dass wir Spezialgebäude bauen, die Edelsteine geben. Jetzt haben wir hier Shaman Sorcerer. Ja, die können wir mit unserem Haupthelden schaffen. Wir müssen erstmal einen neuen Schwerttypen holen. Ja, die müssten wir eigentlich locker schaffen, wenn ich denen Burn Ammo gebe. Die Schamanen und Sorcerer haben ja alle keinen Reload. Also, Collect Ammo und dann sind die einfach untauglich, nachdem man das auf die gezaubert hat. Ach, sieh an, unser Scout, das ist doch hier der Typ aus Herr der Ringe, oder? Legolas oder was? Da haben die Modder alle möglichen Schauspieler zusammengetrommelt. Also gut, weiter ausbauen. Ja, das Vor, was brauchen wir denn da noch? Carpenters Guild. Gut. Ja, dann würde ich sagen, machen wir mal die Sorcerer hier. Die geben eigentlich auch immer ganz gut Belohnung, weil Sorcerer sind ja Level 2 Einheiten. Das heißt, die sind schon mal stärker als der übliche Ramsch, den man so am Anfang besiegen kann. Deswegen ist das schon lohnenswert, wenn man die irgendwie schaffen kann. Oh, da braucht er sogar nur noch einen Spruch jetzt, unser Zauberer. Kostet natürlich Edelsteine für uns, ne? Ich würde sagen, ich zaubere es mal nur auf 3. Und er hat sowieso nichts mehr. Weil er Heilen gezaubert hat. Ja, dann würde ich sagen, einen lassen wir mal schießen, dann kann unser Heiler mal ein bisschen Erfahrung kriegen. Und wir sparen Edelsteine. Hat er sogar noch einen Kill gekriegt. Sehr schön. Und ein Level für unseren Magier. Magic plus 1. Kriegen wir wieder mehr Zaubersprüche. Und das hier ist Concentration. Da dauern die Sprüche, die man so macht, länger. Aber das ist, finde ich, nicht so wichtig. Hier haben wir Necromancy. Da könnten wir Untote wiederbeleben und behalten in der Armee. Tja. Muss ich mir mal überlegen, ob wir auf Necromancy gehen wollen. Im Grunde ist das ziemlich effektiv, aber ich weiß nicht, Schwertheilig sind eigentlich auch ganz gut. Nehmen wir erstmal lieber Traumaturgie. Schon wichtiger am Anfang.
damit die Sprüche effektiver sind. Oh, das hier könnte gut sein für uns. Sorcery Monument. 15 Gems pro Runde. Eieiei, das wäre aber wirklich gut, wenn wir das bauen können. Allerdings, das braucht auch viel Investitionskosten, glaube ich. 68, das geht ja eigentlich noch. Also das lohnt sich ja definitiv, ne? Allerdings Population nun minus 2. Dann müssen wir mal sehen, wo wir das bauen können. Hier vielleicht, ne? Hier sind die sowieso unzufrieden und da haben die ja diese starken Wächter. Aber 68 Gems muss man auch erstmal kriegen, wenn man die ganze Zeit verbraucht. Gucken wir mal, was wir hier noch schaffen können. Ja, Briganden, die schaffen wir ja wohl locker. Schon fast zu schwach. Ich würde mal... nehmen wir die nochmal mit. Wir haben ja im Moment nicht so viel Auswahl. Da können wir eigentlich jeden Kampf gebrauchen. Ah ja, neue Sprüche haben wir gekriegt. Dash, wie viel kostet der überhaupt? 5. Uiuiui. Ich würde sagen, sowas, das können wir uns einfach noch nicht leisten. Ich setze mal wieder die normalen Sprüche rein. So viel Burn-Ammo braucht man ja normalerweise nicht. Oh, wenn ich die verkaufe, kriege ich auch noch ein paar Edelsteine. Und Dash ist eigentlich nicht schlecht, das hebe ich mal auf für später. 4 Moral ist auch nicht so schlimm, wenn die Einheiten dafür öfter drankommen und mehr Kills bekommen. Ne? Dadurch kriegen sie ja wieder Moral zurück. Ja, unser Scout hat eine Windmühle gefunden mit ein paar Dämonen. Ja, die können wir auch schaffen mit unserem Superhelden. Ach so, ja, das war das hier, wo mehr Leute drin waren. Das hatten wir ja noch nicht geschafft am Anfang. Jetzt müsste es aber eigentlich gehen. So, ein bisschen aufpassen, denn da sind viele gefährliche Einheiten dabei. Ja, den können wir ja schon mal neutralisieren. Das ist schon mal nicht schlecht. Verbraucht natürlich wieder Edelsteine. Den Rest mache ich am besten mit Fatigue. Das müssten wir eigentlich schaffen. Diese Einheiten sind ziemlich gefährlich hier, weil die Giftschaden haben. Und da schlagen die eigenen Einheiten nicht zurück. Deswegen gebe ich denen mal eine Runde Fatigue. Kein Giftschaden beim Fernangriff, das ist doch schon mal ganz gut. Er auch nicht. Na, immerhin. Trotzdem mache ich die erstmal ein bisschen schwächer. Das ist jetzt eigentlich ganz schön hier mit der Position, es kann nur einer gleichzeitig angreifen. Ja. Der hier ist auch ein bisschen stark. Ups. Jetzt ist der da vorgegangen und hat Fernkampf auf unseren Heiler gemacht. Das gefällt mir auch nicht. Das können wir nicht akzeptieren. So, den hier mache ich mal lieber ganz fertig, bevor der dahin geht. Ich hoffe, er hat jetzt kein Gift. Gut. So, eigentlich kann ich allen Fatigue geben. Wir haben jetzt so viele Sprüche. Die anzugreifen ist auch mal ein bisschen, naja, wenn die mit Gift zurückschlagen, ist immer ein bisschen gefährlich. Ne? Aber so wie es aussieht, hat hier keiner Gift. Also scheint alles gut zu gehen. Jetzt haben die natürlich rasten können hier. Das ist auch nicht so ganz gut. Das hatte ich vergessen. Oh, er ist wieder dabei. Er hat auch gerastet. Das war aber knapp. Da war beinahe schon wieder einen verloren. Ja, welchen nehme ich jetzt raus? Ihn? 8? 9? Ja, dann natürlich ihn. Er darf dazu noch Gift, ne? Oh, er kommt ja auch zum Heiler. Na, jetzt hätte ich natürlich gerne noch einen Fatigue gehabt. Zumindest kann ich ihn hier wieder fit machen. Ja, das haben wir jetzt eigentlich schon ganz gut gewonnen. Wir müssten die eigentlich schaffen, bevor das Gift Probleme verursacht. Außerdem habe ich auch noch einmal Heilen mit dem Helden. Hier. Möchte ich natürlich vermeiden wegen der Edelsteine. Aber besser als eine Einheit zu verlieren, ist es natürlich trotzdem. Oh, das ist aber...
Er hier mit seinem einen Hitpoint. Ob ich den mal besser heile? Er hat auch zweimal Gift, ja. Wenn der dann noch angreift und Schaden macht, dann wird es gefährlich. 12 Punkte heilt er, das ist ja... Oh, jetzt müssen aber alle sterben hier, sonst... Oh, oh, ich hoffe, der schafft den jetzt. Ja. Denn mit dem Gift wäre der wahrscheinlich noch abgenippelt. 2x Pfeile. Gar nicht schlecht, die hier, die können wir unserem Scout geben. Die anderen sind nur die Basispfeile. Oh, Ammo oder Hitpoints? Also ich würde sagen, Ammo ist wichtiger für einen Heiler, ne? Nee, die ist mir... Die mag ich nicht. Jetzt können wir uns dieses Gebäude leisten. Der Preis für Redwood, also dieses Holz, was man manchmal im Wald findet, ist gefallen. Ja, gute Neuigkeiten. Okay, oder die Elfen tun mir so leid. Ja, das sind gute Neuigkeiten. Ich will jetzt hier kein Mitleid heucheln. Also, dann baue ich jetzt mal diese Gem-Maschine hier. Das Sorcery Monument. Ja, 15 Gems pro Runde, also das rettet uns, würde ich sagen. Also das ist echt das Wichtigste für einen Magier. Also man muss schon zusehen bei dem Spiel, dass man alle Möglichkeiten, die man hat, gut nutzt. Und dazu gehört auch auf so einer Karte nicht mit einem Magier zu starten. Aber das wollte ich ja, habe ich mir ja vorgenommen für das Let's Play. Und man kriegt das auch hin, sieht man ja. Zumindest auf dem mittleren Schwierigkeitsgrad. Tja, ich wollte gerade gucken, ob wir noch mehr Möglichkeiten haben, Gems zu erhöhen. Manchmal gibt es hier auch Sprüche, womit man so ein Gebäude herzaubern kann. Aber haben wir gar nicht. Hier, ich hoffe mal, die gewinnen hier nicht irgendwie die Überhand, ne? Wenn die ständig rebellieren und die dann mürbe machen, das könnte auch ein Problem werden. Aber für das Erste haben wir jetzt erstmal genug Gems. Das heißt, wir können uns darauf konzentrieren, bessere Zaubersprüche zu kriegen. Den Ramsch verticke ich mal. Das kann unser Scout nehmen. Und dann greife ich die Dämonen an, die er hier eben entdeckt hat. Einmal Ersatzammo. Ja, der braucht natürlich einen Bogen, sonst ist er immer noch ziemlich untauglich. So, dann kann ich ja mal... was wollte ich machen? Ach ja, diese Gem-Mine wollte ich... bauen, da brauchen wir das Vor für, das ist natürlich ein bisschen teuer. Tja, Granaries haben wir auch schon überall, dann mache ich einfach mal weiter und spare. So, ich hoffe, wir schaffen die Dämonen, die haben ja auch immer diesen Fernangriff, der manchmal ein bisschen gefährlich ist. Das hat wieder unser Scout entdeckt, das können wir auch gleich noch nehmen. Ja, das müssten wir eigentlich schaffen, das ist ja nicht so gefährlich jetzt. Ja, das wird schon gehen. Wenn ich auf ganz Nummer sicher gehen würde, könnte ich natürlich Burn Ammo bei denen machen. Glaube ich. Oder vielleicht auch nicht. Has no effect on animals? Weiß ich nicht. Egal. Ich heile erstmal und dann gehen wir mal einen nach vorne, damit die ankommen. Eigentlich darf ich auch nicht so für die Kleinigkeiten schon heilen, ne? Denn er hat ja nicht unendlich Ammo. Die können jetzt beide auf ihn schießen, das habe ich natürlich wieder geschickt angestellt. Dann gebe ich mal einem Fatigue, vielleicht kommt er dann nicht. Ja, war schon die sichere Variante. Das Vieh ist ziemlich heftig. Jetzt habe ich mich auch falsch aufgestellt, eigentlich müsste der Heiler hier stehen und dann... die Soldaten da drumherum. Ist jetzt ungünstig. 7 Angriff. Ja. Ich würde sagen, den in der Mitte. Na, wobei. Der kriegt wahrscheinlich nur einen Angriff ab. Das müsste er eigentlich überleben. Aber ich heile ihn trotzdem mal. Denn jetzt kriegt der Heiler ja was ab und. Da war schon besser, den zu heilen. So, und jetzt stelle ich mich mal korrekt auf. So. Jetzt darf nur keiner sterben. Ich habe nur noch 6 Edelsteine. Ich müsste aber unbedingt ihn hier heilen, denn der kriegt sonst vielleicht von 3 Einheiten auf den Deckel und das ist nie gut.
Und die gehen jetzt alle zu ihm. Ah, Mist. Mist, Mist, Mist. Das hatte ich noch nicht kommen sehen, dass die da unten rumgehen. Normalerweise hätte er nur von zwei angreifen können, aber er hat ja den ersten gekillt und dann war wieder Platz hier. Blöd gelaufen ist das. Jetzt sind unsere schwachen Einheiten fällig. Oh, oh, oh. Okay. Also wenn man den ausgebildeten Heiler verliert, dann kann man direkt mal neu starten, denn ohne den hat man dann eigentlich die nächsten Kämpfe keine Chance. Deswegen habe ich mal Autokampf gedrückt und das ist wieder mal eine Reversion. Und ich nehme mal lieber einen anderen Kampf. Das scheint ja wohl doch noch ein bisschen hart zu sein. Wir nehmen mal die Necromancer. Die müssten wir eigentlich locker schaffen mit Burn Ammo. Denn da sind normalerweise nur ein oder zwei dabei. Und Necromancer sind auch Level 2 Einheiten. Ich glaube, das ist die verbesserte Version von Sorcerer. Und die geben dann auch ganz gut Loot. Oh, habe ich jetzt den richtigen ausgewählt? Ja. Der andere hatte nämlich auch Necromancer gefunden. Einer sogar nur. 4 Reichweite nur. Na, dann kann er ja noch nichts machen. 3 Ammo hat er noch. Na, dafür hat er jetzt ein Skelett gezaubert. Er hier ist natürlich auch noch ein Problem, ne? Den haben wir ja schon mal kennengelernt mit seinem Disease und so. Oh, jetzt habe ich keine Edelsteine mehr. Ich hätte noch gern Burn Ammo auf ihn hier gemacht. Habe ich natürlich auch nicht bedacht vor dem Kampf, ne? Wenn jetzt 2 Necromancer dabei gewesen wären, hätte ich ja nur einen neutralisieren können. Das wäre natürlich ziemlich blöd gewesen. Fatigue bringt hier nichts. Müssen wir mal zusehen, dass wir die einzeln anlocken irgendwie. Der hier kann natürlich schießen, das ist auch ein bisschen ungünstig. Tja, das kann ich natürlich noch machen. Das gebe ich dann ihm. Wobei er hat sowieso 0 Defense. Das ist ein ganz niedriger Level 3. Was mache ich jetzt? Wenn ich ihn erledige, können alle ihn angreifen. Das kann ich nicht riskieren. Er kann natürlich jetzt nach vorne gehen und auf unseren Heiler schießen, das ist auch blöd. Aber das kann ich nun mal nicht vermeiden jetzt. Das ist wirklich blöd, denn er muss sich jetzt selber heilen, denn er schießt immer weiter auf ihn. Tja, muss ich vielleicht mal heilen, ne? So. Das ist jetzt wirklich ein bisschen, denn die kriegen jetzt alle diese Atrophie und dann sind sie sehr schwach gegen die hier. Das wird nochmal haarig gleich. Oh, oh, das sieht nicht gut aus. Muss ich schon wieder reversieren. Ach, die kann man nicht mal heilen, weil sie diese Atrophie haben. So, dem Necromancer kann ich aber... Och, 2 nur. Nein, da ist er schon weg. Oh, oh, oh. Ja, okay. Okay. Ich glaube, wir brauchen für sowas irgendeinen guten Zauberspruch oder so, mit dem wir diese Ghule irgendwie aus dem Kampf nehmen können, weil die machen ja wirklich alles kaputt bei uns. Schon wieder peinlich, dass ich so viel neu starten muss. Dark Skeletons, die sind auch sehr stark. Das ist natürlich jetzt wirklich ungünstig. Wir bräuchten nämlich nochmal ein bisschen was zum Besserwerden. Also beim Magier ist Level 10 definitiv das magische Level. Dann kann er nämlich 2 Sprüche pro Runde machen. Und wird damit fast doppelt so stark. Druiden, da sind wir doch auch schon mal gescheitert, ne? Hatte gerade überlegt, aber das sind doch die mit den 3 Pegasi gewesen. Das wird natürlich auch nichts. Inquisitor, die sind in der Mod stark. Tja, dann haben wir nichts Leichtes mehr. Da muss ich mal sehen, ob wir hier im zweiten Ring schon irgendwas schaffen könnten. Also wenn das nicht zu viele sind hier, dann müsste das eigentlich gehen.
MTLs, das sind Harpies und sowas, aber wenn es nicht viele sind, kann man die auch schaffen. Ich kann ja auch ein oder zwei schon ein bisschen neutralisieren hinten. Ich würde sagen, wir scouten mal eine Runde und ich hole mir mal die verlangsamen Sprüche. Dafür brauchen wir erstmal Gems, deswegen scouten. Denn mit verlangsamen wird das Ganze schon sehr viel machbarer. Dann kann man gleich am Anfang ein oder zwei im Grunde aus dem Kampf nehmen. Ja, jetzt ist Bagdad komplett ausgekundschaftet. Und Eve hat hier wieder einen Necromancer gefunden. Ja, sind zwar nur ein paar weniger, aber da bin ich jetzt ein gebranntes Kind. Und die Bürger in Bagdad haben mal wieder eine alte Begräbnisstätte gefunden. Tja, sollen wir die mal ausbuddeln? Können wir eigentlich machen, ne? Unsere Helden sind da, also wenn da irgendwie Krawall ist, dann können wir gleich reagieren. Und dieses Spiel hatten wir uns ja eigentlich auch nicht vorgenommen, gut zu sein. Deswegen mache ich das mal. Oh. Deine Arbeiter haben sehr viele wertvolle Gegenstände gefunden. Die Leute sind sauer. Tja. Aber 350 Gold und 52 Gems, das ist ja uiuiui. Auch wenn das Zeug hier nicht so besonders toll ist für uns. So, was machen wir jetzt? Die Unruhestifter gleich exekutieren. Ist mir egal. Oder lass sie ruhig sauer sein, die beruhigen sich schon. Ja, das mache ich. Die sind aber sehr sauer. Furious. Ja, kann sein, dass wir da eine Rebellion in der Hauptstadt abwehren müssen, sonst haben wir das Spiel verloren, denn die Hauptstadt darf man nicht verlieren. Aber eigentlich, also, das müssten wir packen, wenn die irgendwann losgeht. So, was soll die jetzt machen? Ach ja, bessere Sprüche holen. Hier, Sphere of Winds. Da haben wir den verlangsamen Spruch. Da, Headwind. Jetzt mit diesem Event haben wir ja wirklich Edelsteine ohne Ende, da können wir das ruhig machen. Nehme ich mal zwei mit und Fatigue brauchen wir immer noch viel, würde ich sagen. So, ja, die Necromancer werden natürlich trotzdem nicht leichter mit Slow. Denn die haben ja keine Fatigue, die Untoten. Dann würde ich sagen, machen wir mal den zweiten Ring. Hm? Nomad und Drow sind, die sind schwer. Da müsste ich Air Shield mitnehmen. Denn die können alle schießen und wenn die dann unseren Heiler oder unseren Wizard beschießen, dann war es das schon wieder. Aber dafür habe ich eigentlich keinen Platz, deswegen würde ich erstmal hier oben hingehen. Glolle? Glolle müssten wir eigentlich schaffen, die können wir ja ganz gut außer Gefecht setzen. Ach, er packt es nicht in einer Runde bis dahin, weil wir noch keine Stallungen oder sowas haben. Aber ich kann Fair Wind machen, ne? Kostet nur 5 Gems, machen wir mal. Was sag ich mit dem Crystal? Haben wir den schon? Ja, aber habe ich eine Quest schon? Nein, habe ich ja ganz vergessen. Würde ich sagen, hole ich mir erstmal eine Quest ab und dann bauen wir Stallungen, dann kommen wir genauso schnell dahin. Ah, und der andere Held? Der muss natürlich jetzt irgendwas machen. Dieses Zeug können wir gleich verdicken. Tja, für normale Soldaten haben wir kein Geld für ihn. Ne? Oder haben wir schon, aber wollen wir nicht. Dann würde ich sagen, kundschaften wir mal hier aus. Da, wo es immer Krawall gibt, vielleicht findet er ja irgendwas, was die beruhigt. Ein schönes Tal oder sowas. Ja, jetzt sind wir beim Kristall. 8 Imps. Ja, das ist gut. Imps trifft man eigentlich ziemlich oft. Und jetzt baue ich hier mal einen Stall. Und dann können sie auch ein Feld weitergehen vom Kapitol. Und dann kann er gleich dahin. Das ist doch perfekt. Naja, er soll scouten. So, ich hoffe, wir schaffen jetzt die Gnolle. Denn wenn das zu viele sind, dann... Oh, das ist natürlich schön, dass die sich dann auch in Imps umwandeln, ne? 7 geht eigentlich, auch wenn Tyrant natürlich schon heftig ist, aber dann müssen wir dem halt die ganzen Immobilisationssprüche geben. Ja, er macht die Moral von unserem Heiler klein, das ist jetzt nicht so schlimm. Und ich überlege gerade, Slow bringt ja nichts, wenn die da nur rumstehen. Das
deswegen muss ich die ja erstmal anlocken. Ne? Oh, jetzt kommen sie schon. Da habe ich natürlich schon versäppelt eigentlich. Ne? Ja, der ist schon ganz schön heftig. 21. Und der wandelt sich in so einen Dämonen um. Das wird noch... Das wird eventuell noch ein Problem. Tja. Jetzt bin ich mir gar nicht mehr sicher, ob wir die schaffen. Das sind auch größere Einheiten, ne? Tormentor. 15, uiuiui. Wie lange ist denn der Slow? 4 Runden, das reicht. Ah. Sagen wir, verteidigen mal. Oh, oh. Das sind schon die Starter-Einheiten hier. Da haben wir vielleicht auch ein bisschen zu viel abgebissen hier. Die haben ja auch noch Rage immer, ne? Jetzt hat er 20 Angriff, also... Aber das wird schon wieder nichts. Uiuiui. Okay. Das lief ja noch schlechter, als ich überhaupt je befürchtet hätte. Das war schon wieder eine Reversion. Ja, also beim Magier hat man schon definitiv mehr Reversionen als beim Commander Tactician. Denn hier muss man leider ein bisschen mehr nachdenken. Und das habe ich gerade versäumt. Dann hätte ich mich erinnert, wie stark die Gnolle sein können und dass wir eigentlich noch nicht so gut sind, ne? Wie man sieht. Was haben wir denn hier? Barbaren. Tja, Barbaren sind eigentlich wie Gnolle, ne? Außer, dass sie sich nicht umwandeln. Ich würde sagen, wir versuchen mal die Harpies und hoffen, dass das nicht so viele sind. Denn wenn wir die packen, haben wir Eisen, das wäre wirklich toll. Drei nur. Oh, das ist aber ein Greife und großer Adler. Naja, doch, das müssen wir schaffen. Drei Einheiten nur. Eins, zwei, drei, vier. Okay, dann... Ich hoffe mal, dass die jetzt nicht gleich vorgehen, sodass ich erstmal die Sprüche aus ihm machen kann. Gut. Gut, wie stark sind die überhaupt? 14, 5? Ach, das geht doch. Das ist wahrscheinlich die verbesserte Version von der Harpy hier, ne? Die hier sind natürlich heftig, ne? Charge und 18. Level 3 Einheit ist das. Ich locke jetzt mal diese Typen hier an. Das hätte ich auch besser machen können, dass nur einer angreifen kann. Oh, nee. Das hat er gleich nicht überlebt. Das läuft aber hier. Oh, jetzt ist natürlich unser Heiler entblößt. Dann war es das eventuell schon wieder. Oh, oh, oh. Oh, und er hat auch schon kein Slow mehr. Okay, okay. Nochmal ein Versuch. Also das müssten wir eigentlich schaffen, oder? Wenn ich das ein bisschen cleverer mache. Also ich muss... Erstmal muss ich Vulnerability zaubern auf den Greifen, damit das verlangsamen länger wirkt. Und dann muss ich die hier einzeln einlocken. Anlocken. Ist natürlich nicht so leicht, aber ich könnte ja zweimal Slow machen. Dann kann ich einen von denen auch noch Slow geben. So, erstmal Vulnerability hier. Oh gut, das wirkt sogar zwei Runden, habe ich Glück gehabt. Wenn es nur eine Runde wirkt, hätte es ja gar nichts gebracht. Dann wäre es nämlich schon abgelaufen, bevor ich wieder zum Zug komme. Man kann auch zweimal hintereinander Vulnerability zaubern. Der zweite wirkt natürlich dann besser. So, er ist jetzt 5 Runden verlangsamt. Das ist schon mal was wert. Oh, jetzt kommen sie aber schon. Das ist nicht so gut. Dann muss ich mich jetzt in Formation bringen. Dann hätte ich vielleicht doch einen hier heilen sollen. Ja, wer hat jetzt mehr Verteidigung? Er auf dem Hügel hat trotzdem nur 4. Ja, dann Fatigue, ne? Oder soll ich ihn bearbeiten? Der kommt ja früher oder später. Und 6 Resistance, aber... Oh, hat er knapp überlebt.
Oder ist er schon? Das war natürlich jetzt. Das ist jetzt wirklich blöd. Was mache ich jetzt? Das hat ja nichts gebracht, ne? Auch den. Tja, ich denke, er wird jetzt einen töten. Wenn die das nicht schon machen. Ich gucke erstmal, wie es geht. Nein, er hat sogar noch überlebt. Na gut, dann müssen wir halt einen neu kaufen, ne? Ich weiß gar nicht, ob wir den überhaupt schaffen. Ja, das war unser Heiler. Och, Mensch. Das ist aber auch schwierig. Also, bei Magier hat man manchmal so ein paar Punkte im Spiel, wo es wirklich hart ist. Und hier diese Stufe auf den zweiten Ring hin, das ist wirklich eine dieser Zeitpunkte. Na gut, dann probiere ich mal die Barbaren, ne? Ob ich gleich mal einen mehr mitnehme, die scheinen wir ja sowieso zu verlieren. Und bevor wir den Kampf nicht schaffen, ist das natürlich besser, ne? Ja. Ja, dann gucken wir mal, ob wir die Barbaren schaffen. Und wenn nicht, dann, müssen wir entweder mehr scouten oder mal gucken, ob wir die unteren Dinger schaffen. Barbarian, Berserker und Schaman. Ist natürlich auch nicht gerade wenig, aber eigentlich müsste man das doch packen. Und jetzt habe ich ja 4, dann muss ich mich irgendwie anders hinstellen. Vielleicht hier so. Ja, so ist alles gedeckt. Ich würde sagen, ihn lasse ich einfach mal schießen auf den Heiler. Das dürfte ja nicht so schlimm sein. Mit 7 Angriff gegen 6 Resistance, das ist ja wohl kein Problem. Ja, und der Rest muss Slow kriegen. Aber erst, wenn sie loslaufen. Das war natürlich im Grundspiel einfacher. Da konnte man einfach immer am Anfang direkt Low-Slow machen. Jetzt muss man die erst anlocken. Ich weiß jetzt nicht genau, wann die loslaufen. Aber ich denke, wenn ich ihn hier hinstelle, dann kommt er natürlich. Das mache ich mal. Dann gebe ich jetzt mal Slow. Der da oben ist die verbesserte Version. So, und dann noch mehr Slow hier. Dem da, würde ich sagen. Der hat noch weit zu laufen, das lohnt sich mehr. Wenn die schon fast da sind, dann bringt das kaum noch was. Dann kriegen sie ja nur eine Runde was abgezogen. Ich gehe mal hier hin, damit er auch was zum draufhauen hat. So, und jetzt muss ich mal aufpassen, dass wir hier keinen verlieren. So, einer schon mal weniger. Er wird natürlich jetzt von 2 angegriffen, das ist ungünstig. Ich hoffe, er überlebt das. Vielleicht geht er auch auf ihn, das wäre schön. Ah, er hat sich schon für den Falschen entschieden. Also so vorausplanend ist die AI zum Glück nicht, kann man sagen. So, die sind schon mal weg. Ich gehe mal hier aus der Schusslinie. Und die hier oben müssen wir noch mal ein bisschen mehr schwächen. Dann haben wir es eigentlich geschafft, würde ich sagen. Wenn ich jetzt nicht hier den noch verliere, irgendwie durch die Wurfäxte. Deswegen gehe ich mal lieber zurück. Oh, die sind ja jetzt schon komplett erledigt. Der haut aber ganz schön rein, obwohl er schon komplett erledigt ist von der Kraft her. Das kommt wegen Rage, glaube ich. Ne? Das gibt, glaube ich, auch bei Fatigue machen die dann ziemlich viel Schaden. Dadurch, dass sie plus 6 haben eben. Ne? Oh, der hat ihn ja fast erledigt. Das ist aber also... hätte ich sehr beinahe wieder verseppelt. No, das lief doch mal schön. Dann nehme ich mal Initiative.
Eigentlich ist das, am Anfang ist das nicht so wichtig, ne? Ich würde sagen, Dramaturgie ist besser. Sind unsere Sprüche auch effektiv gegen sowas wie diese Greifen? Das kann man schon eher gebrauchen. So, was haben wir hier Schönes? Winged Creatures. Da haben wir ja eben schon keine guten Erfahrungen gemacht. Aber ein Nest, das heißt, wenn wir die besiegen, dann können wir eine davon rekrutieren. Ja, so toll sind die natürlich auch nicht, ne? Für Level 2 Einheiten eher schwach. Kobolde, das sind meistens ziemlich viele und die sind auch nicht gerade schlecht. Dungeon Dwellers, das sind, glaube ich, irgendwelche Ratten. Tja, ich würde sagen, ich versuche das hier mal. Wenn das nicht so viele sind, schaffen wir das. Wenn das nicht wieder verbesserte Versionen sind und Greife und sowas. Oh, hier ist aber bald Rebellion, hier brennt es schon. Ja, dann würde ich sagen, versuchen wir mal die Harpies und dann wechsle ich mal wieder die Folge. Drei Harpies nur. Ach so, man kann auch direkt mit denen reden und denen ein bisschen Geld zahlen, damit man die rekrutieren kann. Aber wir wollen ihre Beute und ihre Erfahrung. Deswegen greifen wir mal an. Stell mich mal hier oben auf, damit die nicht gleich angeflogen kommen. Mit ihrer 4 Reichweite. So, jetzt muss ich mal zusehen, dass wir zumindest ein paar direkt aus dem Kampf rausnehmen können. Ja, das wirkt ja lang genug bei denen. Dann gehe ich mal vor und locke die an. Wollen sie nicht. Ist natürlich blöd. Jetzt geht er, greift ihn an und dann kann er in der nächsten Runde zum Heiler. Ach, die haben ja diesen Sonderangriff, wo sie angreifen und zurückfliegen. Wie in Heroes of Might and Magic. Da haben die das wahrscheinlich her. Das sind aber Einheiten, die gab es auch im Grundspiel. Also da hat sich wahrscheinlich der Originalentwickler inspirieren lassen. 1, 2, 3, 4. Am nächsten kommen sie nicht zum Heiler. Und immerhin schlagen unsere Einheiten ja zurück. Das heißt, also wir können die so auch klein kriegen. Ach, der hat ja nur 2 Reichweite. Oh, es läuft ja wieder optimal hier. Also die Beine haben den schon wieder verloren. Ich mache jetzt mal auf Nummer sicher und fatige die einfach alle. Ermüden. Können sie nicht mal mehr zurückfliegen, so müde. Außerdem kommen sie dann nicht bis zum Heiler, wenn die schön müde sind. Ah, das sieht doch schon ganz gut aus. Das ist zwar jetzt nicht so der Riesenkampf, aber für 3 Level 2 Einheiten kriegt man schon ganz gute Beute, vor allem am Anfang. Defense. Plus 2 Medaille, die mag ich ja. 461 Gold. Und ein paar Gems. Und einen schönen Ring, um Untote herbeizuzaubern. Also der Effekt ist, dass man dann, die sind dann stärker, also haben dann höheres Level. Vielleicht sollten wir doch auf Necromancy gehen. Hier ist dieser komische Wolfmann, den er da einmal gefunden hatte. Der ist jetzt rausgekommen und hat sich irgendeinen Dorfbewohner geschnappt, um den zu zerfetzen und zu essen. Okay, nerv mich nicht mit solchen Bagatellen oder wir heuern einen Witcher an. 400 ist natürlich eine Menge Holz, ne? Aber in unserer Hauptstadt, da könnten wir schon ein bisschen die Leute beschichtigen. Mal gucken, ich heuer mal einen Witcher an. Dauert eine Weile, na gut. Müssen wir wohl warten. Hier ist der Ring. Ja, vielleicht sollte ich doch mal Necromancy versuchen. Ich bin da ein bisschen unsicher, weil ich das noch nie so richtig gemacht habe, Necromancy. Außerdem ist man da sehr von den Sprüchen abhängig. Das heißt, ich müsste dann unbedingt dieses hier ausbauen. Die Necromantie-Gilde.
Und selbst dann kriegt man erstmal die Lushi-Einheiten, die braucht man ja sowieso nicht eigentlich. Mit Level 2 kriegt man Ghule, die sind schon nicht schlecht. Dachte ich. Achso, das ist immer noch die erste, da habe ich mich gerade verklickt. Hier ist die zweite. So. Ja, hier, Raze Ghoul. Der ist schon nicht übel, also wenn man den in der Armee hat. Nur mit der Heilung ist ein bisschen schwierig. Da müsste man Vampirism auf ihn zaubern, dann heilt er sich. Es geht auch, ne? Kostet halt ein paar Sprüche und Initiative dadurch im Kampf, aber wenn sie Level 10 ist und 2 Sprüche pro Runde machen kann, dann sollten wir uns das eigentlich leisten können. Gut, dann beende ich jetzt mal die Folge und sage bis zum nächsten Mal. Oder?